Achtung auf Schiebe. Hinten nach vorne. Weiter links, ist höher. Links, links. Und das Ganze ist hier als Blödsinn entstanden und ist dann maßgeblich unter Kinder und Jugendlichen. Natürlich steht im Vordergrund auch immer unser Hobbyschiffs Modellbau. Und ich hatte an für sich gesagt, wir fahren alle im Uhrzeigersinn. Ja, ja, gut, okay, das geht jetzt hier bei uns nicht. Jetzt müssen wir gegen den Uhrzeigersinn fahren. So. Junge Mann, bitte nicht am Becken. Ja. Sie sehen, hier unsere kleinen Schiffe sind auch wieder im Einsatz und fahren. Und dann. Der Sprecher ist auch nicht mehr, ja? Wie gesagt, kostet nichts, tut nicht weh. Wir sehen immer so aus, wie wir jetzt aussehen, wenn wir auch manchmal etwas leicht grimmig aussehen. Aber an und für sich sind wir ja ganz freundliche Menschen. Und wer so Lust und Laune hat, kann das gerne mal hier mit uns machen. Ja. So, ganz ruhig sitzen bleiben. Und ich sage den Mann, wer was zu tun hat. So, eins weiter. Du bleibst so sitzen, du stehst auf, großen Schritt, eine Hand, großen Schritt. So, und ab geht's. So, wie will ich die Kiste? Einmal.
ziehen lässt. Möchtest du? Gut. Rauch, einmal da rein, einmal da rein. Wer möchte noch mitfahren? So. So, einmal hier stehen bleiben. Wenn die junge Dame gleich reinkommt und rauskommt. Ja. Ja, ja. Solange wir können, solange es geht, werden wir es machen. Ihr wollt fahren, ne? Da drüben? Ja, müsst ihr euch da drüben stellen, nicht hier. Gut. So, wie gesagt, tut nicht weh. Man muss bloß ein bisschen Zeit investieren. Ich guck mal zwischendurch den Rest rein. Gestern haben wir ja Mutter mit Kleinkind hier fahren lassen. War so auch kein Thema. Ja, wie gesagt, das Ganze ist mal so aus Blödsinn entstanden. Und aus Blödsinn ist dann leider mal ernst geworden. So, ganz ruhig lang. Erstmal eine Hand. So. So, ein großer Schritt. Ja. Ich wollte nochmal von dir gucken. Ja, ja, ja. Praktisch Atomboote und konnten dadurch ziemlich lange unter Wasser bleiben und auch gebracht haben, war unser Herr Huhn, der drüben auf dem Stand von Nauticus ist und wer daran Interesse hat, ist allerdings schon etwas ältere Technik, nicht mehr diese moderne Technik, wie wir sie hier haben. Der kann sich da fachkundig machen, der konnte also hin und was essen gehen und Thank you.
Ist das ein Unfall? Ja, das ist ein Unfall. Ist das ein Unfall? Ja. Jetzt im Zeug.